Er geht da lang. Ja, komm, noch ein Stück. Sexy. Pulverisiert. Komm, und auf dich versuche ich das Fass zu werfen. Den Öltank. Jeder Arbeiter, der Nutztiere auf. Das sind alles Arbeitsunfälle. Die Walöltanks wurden halt nicht richtig befestigt und sind dadurch auf den Boden gefallen und explodiert. Nee, ich will aber nicht rauskommen. Vergiss es. Habe ich gerade keine Lust zu. Sorry, Madame. Sorry, Madame. Autsch. Gehört, dass Mellers Frau ihn für einen Hauptmann der Wache verlassen hat? Hier wäre eine Flasche Ohne gewesen. Stechkarte kommen Sie nicht rein. Aber wenn Sie uns hier rausholen, kriegen Sie meine. Ich komme bestimmt nicht wieder. Öffnen Sie das Tor, bitte. Wir müssen irgendwie an dieser Lichtwand vorbei. Schalten Sie sie aus, dann können wir im richtigen Ich Moment habe sie eine eigentlich Kamera vorbeischalten. ausgeschaltet, richtig? Ich will sie jetzt nicht anlügen und in den Tod schicken. Sie sind zivile Personen. Unbewaffnet. Naja, sieht's aus. Warum Chicken, wurde hast du das sogar das Fass gesagt? dafür benutzt, um Alle ihren anderen werden von einer Seuche abzuwerfen? geplagt. Gerettet von dem Assassinen. Das glaubt uns keiner. Ich bring meinem Sohn das Kämpfen bei. Anders geht's wohl nicht. Ist die Lichtwand ausgeschaltet? Ja, ist sie. Sie können gehen. Schlagen Sie sich nach draußen durch. Hier ist meine Karte, Sir. Legen Sie die Fabrik in Schutt und Asche. Oh ja, das Rufen Sie werde eine ich. Frau namens Abigail Ames. Sie weiß, was zu tun ist. Sie weiß Bescheid. C5. Oh, ich dachte, das Ding hieß C4. Chicken, das ist eine Schließfachnummer da vorne. Kein Sprengstoff. Wenn Sie jemanden kennen, der seine Leute noch bezahlt, bin ich Ihr Mann. Bezahlt dort seine Leute? Warum bin ich noch gesund? Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Da war auch Geld. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal nicht eingesammelt. Ja, du kannst mit den Fischen schwimmen. Hast du gerade dieses Geräusch gemacht? Da sind die Hexenfische. Ja. Die Hexenfische, die Hexenfische. Alter. Moment mal, ich hab doch meinen Bolzen auf. Wieso wurde der enthauptet? Ich hab doch den Bolzen auf ihn geschossen. Ja. Leute, guck mal, was ich hier habe. Guck mal, was ich hier habe. Das ist eine deiner Arbeitsgeber, Leute, Kollegen, Vorgesetzten. Was passiert eigentlich, wenn ich euch mit dem Kopf abwerfe? Jemand soll Hilfe holen! Dann kriegen sie Angst. Chicken terrorisiert wieder Leute. Kann sie es wagen? So, das auf. Beim letzten Mal haben wir ja das Schlachthaus durch den Lieferanteneingang dahin betreten. Dieses Mal könnten wir eigentlich durch die Kanalisation da unten gehen.
Ja, kann ich das Knochenartefakt erstmal liegen lassen? Muss ich nicht doppelt da reinlaufen? Oh, Chicken macht's. 165? Ist das das gleiche? Chicken macht's. Ja, abwechslungsreiche Wege. Damit man sich nicht zu sehr langweilt, auch wenn wir hier schon alles kennen. Mal wenigstens ein bisschen. Wird das Ding eigentlich auch durch mich nochmal ausgelöst? Besser nicht fragen. Das würde schmerzhaft ausgehen. Schmerzhaft, schmerzhaft, schmerzhaft. Du warst draußen. 165 schicken, immer noch. Sechs und die fünf. Die heutigen Lottozahlen. Yay, jetzt habe ich zwei Stechkarten. Das fühlt sich jetzt ein wenig an wie das eine Thief 2X Level, wo ich nicht eine, sondern vier Zugfahrkarten hatte. Vier Stück. Hatte ich hier eigentlich noch irgendwas übersehen? Schnell durchlaufen. Chicken, als ob du alles finden wirst an Loot. Auf niedrigen Chaosfaktor hast du ja auch nicht alles gefunden, weil du mal wieder irgendwas übersehen hattest. Wunderbar. Übersehen. Da! Stufe! Aha. Aha. 10 Münzen! Ja, das hätte ich jetzt nicht gehabt, hätte ich... einfach so weiter. Siehste? Stimmt doch auch. Chicken ist gerade selbst von sich. Habe ich das im niedrigen Chaosfaktor eingesammelt? Terrorakte! Ich hab ihn sogar fast getroffen. Ach du. Ich hab's einfach irgendwie random geworfen. Ich hab nie gesagt, dass ich keinen Terror mit denen machen würde. Fischmonger. Romonjo oder... keine Ahnung. Ratten. Das war jetzt absolut necessary, diese eine Ratte zu töten. Ja. Absolut. Du. Kommt ihr denn zwei Schnuckligen her? Hauptsache die Arbeiter da hinten sind noch ein bisschen am rumkritzeln mit ihrer Lebensexistenz. Ich zweifle gerade wirklich an mir, ob ich das im niedrigen Chaosfaktor aufgesammelt habe. Aber hey, ist jetzt sowieso egal. Kann sowieso nichts dran geändert werden. Du hast kein Mana-Ding. Du hast das Mana-Ding. Ein bisschen Mana. Ein bisschen Mana. Für den Kleinen. Daut. Nicht zum Dienst meldet, vom Lordregenten zum Verräter erklärt.
Ja, Hochverrat, weil wegen... Keine Ahnung. Bronchitis, Erkrankung, Lungenentzündung, Metallausfall. Willst also Fischfutter aus mir machen, hä? Wie willst du das anstellen, wenn du tot bist? Hast du daran schon mal gedacht? Na, jetzt wird er überhaupt nicht mehr denken. Jetzt natürlich jetzt den anderen Weg. Warte, dir knall ich sowas von ins Gesicht. In den Hinterkopf eigentlich. Das Gesicht wäre vorne rumschicken. Was? Das Gesicht ist auf der Vorderseite? Habe ich mir sagen lassen. Ihre Flasche. Kann man damit die Fische überhaupt treffen, töten und... Nö. Ach, und du hast deinen Kopf nicht verloren, ne? Aber du wirst jetzt deine Existenz verlieren. Los, sei Fischfutter. Da kommt er angeschwommen. Das ist dir schmecken, Kleiner. Ja, super. Da oben der Versager. Nein, meine Flasche! Eine Flasche! Ich wollte doch jetzt den Fisch damit abwerfen, zu versuchen. Und zu gucken, ob er überlebt. Da er jetzt so nah an der Wasseroberfläche ist. Boah, kann man... Kommst du da raus? Hallo? Raus mit dir! Ich wollte doch nur fragen, ob man die Hexefische mit Explosionen töten kann. Muss doch hier nicht direkt so zimperlich werden, Mr. Balltankbehälter. Nee, 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 nee. Einmal mit Profis arbeiten. Wo ist der Fisch? Da ist der Fisch. Stirbfisch. Oder auch nicht, denn der Walöltank ist irgendwo anders in seiner Existenz weggerissen worden. Dann halt nicht. So. So! Sterbe ich eigentlich, wenn ich auch da drüber laufe? Nö. Oder es lag daran, weil sie ihren Schuss schon vergeudet hat an jemanden. Da liegt noch eine Perle. Die Perle, die Perle, die Perle. Die wollen wir nicht da liegen lassen. Scheint doch, weil dort kommt er nicht hoch. Malvina ohne Hilfsmittel. Sonst lag hier aber nichts, oder? Doch, da vorne noch was. Oh weh, der arme kleine Kupferdraht hätte Chicken... Fast. Weiß ich nicht, was ich mit ihm gemacht hätte. Existenzverleugnung. Ja, das hat euch gefallen, ne, ihr kleinen Stinker? Wirbelwind? Etwas schneller schwingen. Sehr schön. Das Spiel merkt, will Chicken aber den hohen Chaos-Faktor zusteuern? Nee, wahrscheinlich ist das eben nur Zufall.